Ja, da muss ich im Klauter quetschen oder näher rangehen. Also nochmal, heute früh war ich in Neuzelle, im Kloster, wie es sich gehört. Dann war ich in Hoyerswerda. Stellt mal einer die Technik ein. Und jetzt in Potsdam, und das ist für mich der Höhepunkt, wollte ich nur sagen. So. Ich finde, die Ostdeutschen müssen mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Es gibt überhaupt keinen Grund, nur niedergeschlagen zu sein. Und ich will Ihnen auch die Gründe nennen. Erstens, was nie gewürdigt worden ist, natürlich haben die Menschen auch vor 1989 viel geleistet. Und ich weiß, dass mir zum Beispiel alle Handwerksmeister in NRW gesagt haben, sie stellen nur noch Facharbeiterinnen und Facharbeiter aus der DDR ein, weil es die Einzigen sind, die reparieren können. Die anderen können nur Blöcke auswechseln. Das hängt damit zusammen, wenn Material so knapp ist, wird man einfallsreich. Jede negative Sache hat auch immer eine positive Seite. Nenne ich mal ein Beispiel bei Brexit. Wissen Sie, was das Positive ist? Den anderen Mitgliedsländern der EU ist der Austritt vergangen. Was ist das Positive daran, nachdem Sie diese Quälerei erlebt haben und immer noch erleben? Aber für das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gibt es andere Umstände. Es gibt einen ostdeutschen Landkreis, Dahme-Spree. Der steht mit all seinen Daten an fünfter Stelle in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt nur vier Landkreise, die besser sind. Das ist hier geleistet worden und darauf kann man hier stolz sein. Und wenn es eine Befreiung war, dann hat das diese Bevölkerung geleistet und nicht Helmut Kohl. Das muss man genauso deutlich sagen. Und ich sage noch etwas. Wir haben keinen Grund, unter den Hessen oder unter den Bayern uns zu fühlen. Wir sollten uns auch nie ihnen überlegen fühlen. Das wäre genauso falsch. Das Einzige, was wir verlangen, ist gleichberechtigt zu sein und so auch gewürdigt und behandelt zu werden. Auf Augenhöhe mit allen anderen in dieser Bundesrepublik Deutschland. Und das ist auch euer und unser Recht. Also ich habe ja auch meine Zweifel, ob die Linken mit Geld umgehen können. Aber nun stellen wir seit Jahren den Finanzminister in Brandenburg, Görke, und haben bewiesen, doch, wir können mit Geld umgehen. Und das schon schafft Vertrauen für die Linke hier in Brandenburg. Und auch Bildung und Soziales sind bei den Linken in Brandenburg in guten Händen. Ich freue mich, dass ein beitragsfreies letztes Kita-Jahr eingeführt wurde in Brandenburg. Und ich freue mich etwas mehr als der Finanzminister auch darüber, dass die Straßenausbaubeteiligungsgebühren entfallen. Sowas kannte man früher nicht und es war höchste Zeit, dass die gestrichen werden. Und im Augenblick wird im Landtag von Thüringen mit Ministerpräsident Ramelow darüber diskutiert, ein Gesetz, und sie werden eine Mehrheit dafür bekommen. Auch dort werden die Straßenausbaubeteiligungsgebühren abgeschafft. Nur wo die Linken mitregieren, werden diese Gebühren abgeschafft. Die anderen kriegen nach wie vor ihre Bescheide zwischen 5.000 und 30.000 Euro, weil die Straße ein bisschen asphaltiert worden ist. Und ich finde, das ist unzumutbar. Und ich finde, das sollte beispielgebend sein. Ich komme auch zu was, was nicht so einen Anklang gefunden hat, die Kreisgebietsreform. Ich warne Sie alle schwer vor Kreisgebietsreformen. Man gewinnt nicht einen Freund, man kriegt nur Feinde. Die sind alle sauer. In Thüringen ist es abgeblasen worden und in Brandenburg ist es abgeblasen worden. In Thüringen haben sie nun entschieden, nur freilich. Wenn zwei Gemeinden zusammengehen wollen, dann sollen sie zusammengehen und wenn nicht, dann nicht. So finde ich es richtig. Es spart übrigens auch gar nicht. Ich war mal in einem Kreis, da sind zwei Amtsgerichte abgeschafft worden und es gab nur eins. Och, das spart ja so viel Geld, haben sie gesagt. Zweimal Miete und so weiter und so weiter. Natürlich zwei Direktoren sparst du dir, zwei Sekretärinnen. Aber die Zahl der Richterinnen und Richter kannst du ja nicht reduzieren. Die Fälle werden ja nicht weniger. Und das Problem war, dass die Reisekosten so hoch waren, die ja häufig vom Staat erstattet werden müssen, dass es teurer geworden ist. Diese Einsparungen bringen fast nie etwas. Und es wird höchste Zeit, dass wir uns das abgewöhnen. Nun werde ich überall auf der Welt veralbert mit dem BER. Ne? Aber ich sage jetzt auch, was den BER betrifft, wir sind jetzt in einen Wettbewerb mit Stuttgart 21 getreten.
Und ich glaube, Stuttgart 21 gewinnt. Die werden noch teurer als der BER und es wird noch länger dauern. Aber der Ruf der deutschen Ingenieure ist natürlich ziemlich ruiniert worden, wenn ich das mal sagen darf. Aber, ich sage es hier ganz offen, die Lösung wäre Sperrenberg gewesen. Das, was ja auch Brandenburg ursprünglich wollte. Das wäre die Lösung gewesen. Und wissen Sie, warum es die nicht gegeben hat? Warum Diebchen und auch der Bundeswirtschaftsminister damals, Verkehrsminister, Entschuldigung, Wissmann, so strikt dagegen waren? Das hatte einen Grund. Die Flughäfen in München und in Frankfurt am Main. Die fürchteten, wenn es Sperrenberg wird, da hätte man alles ökologisch lösen können. Die 200 Menschen, die dort lebten, hätte man mit Villen versorgen können. Das wäre völlig billig gewesen an anderer Stelle. Und dann hätte es dort theoretisch einen 24-Stunden-Flugplan geben können. Und dann wäre das der Umschlagplatz in Deutschland geworden. Und das hätte Frankfurt am Main und München Landung gekostet. Und genau das wollten sie nicht. Man muss sich immer nach den Motiven erkundigen. Und Diebchen hat den schönsten Satz gesagt. Er hat gesagt, er kann seinen Westberlinern gerade noch eine Reise nach Schönefeld zumuten, aber nicht nach Sperrenberg. Also, ich finde, uns ist sehr viel zugemutet worden. Und das wäre gar kein Problem gewesen. Übrigens gab es ein Bankenkonsortium, würde ich Ihnen mal erklären. Hat mir der letzte Vizepräsident der Staatsbank der DDR, der von der Deutschen Bank übernommen worden ist, erzählt. Die hatten folgendes Angebot gemacht. Sie haben gesagt, sie bauen den Flughafen in Sperrenberg, sie bauen die Autobahnverbindung von Potsdam und von Berlin nach Sperrenberg, sie machen die Bahnausbesserung von Berlin und Potsdam nach Sperrenberg viel besser, die Koffer kann man am Bahnhof in Potsdam oder in Berlin aufgeben und dann sind sie schon weg und wollen angeblich dann auch im Flugzeug landen. Da habe ich meine schlechten Erfahrungen schon gemacht, aber ist ja auch egal. Und Berlin und Brandenburg und der Bund müssen nichts bezahlen, nichts. Sie bezahlen das alles, sie müssen nur das Eigentum an Tempelhof, an Tegel und an Schönefeld übertragen auf dieses Bankenkonsortium. Und dann habe ich ihn gefragt, ob sie da hätten weiterfliegen wollen. Und da hat er gesagt, nein, das haben wir ihnen gesagt, sie können uns das Weiterfliegen dort unterbinden, sie können es auch für kleine Flugzeuge erlauben, aber wenn sie es unterbinden, unterbinden sie es, aber ansonsten wollen wir da bauen können, was wir benötigen. Ich sage ja nicht, dass ich ihnen das gerne gebe. Aber wenn es uns nichts gekostet hätte, was hätten wir alles finanzieren können? Daran möchte ich schon mal erinnern. Und dass es dafür keine Verantwortlichkeit gibt, ist schon ein starkes Stück. Jetzt muss ich Ihnen ein bisschen was zu den anderen Parteien sagen. Also, hier regiert ja seit langer Zeit die SPD. Und die kommen jetzt mit so einem faulen Argument, das mir überhaupt nicht gefällt, dass sie stärker werden müssen als die AfD und hoffen deshalb, dass Wähler von uns und der Grünen ein Zeichen setzen, indem sie nun doch lieber SPD wählen. Begehen Sie nicht einen solchen Fehler. Die SPD regiert in Berlin mit der CDU-CSU und macht die Bundespolitik. Und wenn wir denen ein Zeichen geben wollen, dann ist es die Wahl von links, um deutlich zu machen, das ist der falsche Weg, den die SPD dort gegangen ist. Die CDU hofft wie immer auf eine Koalition mit der SPD, also sie will eine große Koalition wie auf Bundesebene. Natürlich kann die SPD den Weg gehen, aber dann bringt sie ihren Willen zum Ausdruck, möglichst bald unter 5% auf Bundesebene zu kommen. Die SPD geht an der Seite der CDU zugrunde. Ihr größter Fehler war, Ja zu sagen zu einer großen Koalition auf Bundesebene. Sie kommt aus ihrem Tief so nicht heraus. Entweder sie wird zur Alternative der Union oder sie bleibt ein Anhängsel der Union, dann kann sie sich auch selbst beerdigen. Ich will es so deutlich sagen. So war ich ja bei Frau Maischberger und da machte die natürlich was Gemeines. Und zwar alle Bilder von allen, die sich jetzt darum bewerben, SPD-Vorsitzender zu werden oder SPD-Vorsitzende zu werden. Und dann fragt sie mich, wer es werden soll. Nun, von denen, die da an der Wand hingen, von den Bildern kannte ich eh bloß 3 oder 4. Die sind alle ungeeignet und die anderen kannte ich gar nicht, die kann ich gar nicht einschätzen. Es wäre ein Grottenfehler gewesen, wenn ich gesagt hätte, der oder die. Erstens wäre es für die Betroffenen furchtbar gewesen, aber zweitens steht mir das auch gar nicht zu, ist ja nicht meine Partei. Und deshalb habe ich gesagt, es ist ganz einfach, Sie müssen einen wählen wie mich. Und damit, das ist natürlich frech,
Aber was will ich damit sagen? Wenn Sie jetzt nicht einen bekommen, der Leidenschaft hat, der an die ursprünglichen Werte von August Bebel erinnert, der sagt, ich will nicht so eine halbe CDU, ich will eine Sozialdemokratie. Und es tut mir leid, dass unter der SPD der erste Krieg Deutschlands seit 1945 wieder geführt worden ist, damals gegen Jugoslawien. Es tut mir leid, dass wir die Agenda 2010 gemacht haben, die zu millionenfacher prekärer Beschäftigung geführt haben und zum größten Niedriglohnsektor innerhalb der EU hier in Deutschland, der ist größer als der in Griechenland. Wenn sie diesen Weg nicht geht und wenn sie nicht sagt, wir wollen wieder eine Alternative zur CDU werden und wir wollen wirklich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etc. etc. vertreten, ja, dann wird sie keine Bedeutung haben. Dann ist sie für die Leute sinnlos. Man braucht sie als Alternative oder gar nicht. So einfach ist es. Die Grünen. Die haben ja jetzt Aufwind, logischerweise. Das hängt mit der ganzen Ökologie zusammen. Aber es gibt einen Unterschied bei der Herangehensweise an ökologische Fragen zwischen den Grünen und uns. Und den können Sie ganz einfach formulieren. Die Grünen wollen antiökologisches Verhalten teuer machen, um es selten zu machen. Ich sage Ihnen, ja, stimmt, Sie machen damit antiökologisches Verhalten billiger, seltener. Aber ich sage auch, sie machen es zum Privileg. So einfach ist es. Wenn du antiökologisches Verhalten teuer machst, heißt das ja, ich kann es mir weiterhin leisten und sie sich nicht. Das darf niemals der Weg der Linken sein. Der Weg der Linken muss immer sein, ökologisch nachhaltig in sozialer Verantwortung. Das heißt, wenn ich etwas gegen das Auto tue, muss ich die Mobilität aller sichern. Und dann muss eben auch vom Dorf in die Kreisstadt 4 oder 5 Mal am Tag der Bus fahren. Und wenn Sie mir sagen, dass der sich rechnet, dann nicht rechnet, dann rechnet er sich eben nicht. Dafür zahlen wir Steuern, damit dann die Mobilität für alle gesichert ist. Diesen Weg müssen wir gehen, kein anderer. Und natürlich müssen wir das Braunkohlenrevier schließen irgendwann, möglichst bald. Aber wir müssen die soziale Frage für die Braunkohlekumpel am selben Tag gelöst haben. Nicht 5 Jahre später. Das steht uns nicht zu. Das sind Menschen, die Interessen haben und die fleißig gearbeitet haben und die auch mal ein hohes Ansehen hatten. Wir können die nicht einfach so zur Seite schieben. Das geht einfach nicht. Also, ja schließen, aber gleichzeitig die soziale Frage der Kumpel lösen. Nicht 1 Jahr später, gleichzeitig. Das ist unsere Position. Außerdem haben die Grünen jetzt vorgeschlagen, Bundeswehrschiffe doch an den Golf zu schicken, um bei einem Iran-Konflikt möglichst dabei zu sein. Jetzt sagen wir, haben die eine Meise oder was? Also das ist ja das Letzte, was Deutschland braucht, eine Beteiligung an einem Iran-Krieg. Nein, da haben wir überhaupt nichts zu suchen. Ich will das so klar zum Ausdruck bringen. Und dafür wird die Linke streiten. Naja, zur FDP sage ich mal, ja, brauchen wir sie im Landtag? Dann scheiden sie das selbst. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, und dann gibt es die AfD. Die AfD ist natürlich die absolut falsche Antwort. Aber wie kommt es, dass sie schaden wird? Das hat natürlich mehrere Gründe. Der eine Grund besteht darin, dass die Welt unübersichtlich geworden ist. Im Kalten Krieg war doch alles klar. Da gab es den Osten, den Westen, die standen sich feindlich gegenüber und dazwischen gab es die Blockfreien, die immer ein bisschen vermittelt haben, so lang und so lang. Zum Beispiel war es undenkbar, dass im Westen 2 Staaten einen Feind hat und die anderen waren mit dem befreundet. Oder im Osten 2 Staaten einen Freund hat und die anderen waren mit dem befreundet. So was gab es alles nicht. Jetzt ist die Welt so gesehen natürlich völlig durcheinander geraten. Also die USA erklären Iran zum Feind, die EU macht nicht mit, Deutschland auch nicht. Macron will vermitteln, lädt einfach den iranischen Außenminister ein, ich glaube, ohne vorher den amerikanischen Präsidenten zu informieren. Naja, der wusste ja nicht, wer das ist am Tisch, deshalb blieb er auch sitzen. Ist ja alles wurscht. Aber wie dem auch sei, die Welt ist völlig durcheinander geraten. Was ist eigentlich das Interesse von Saudi-Arabien und Iran am Syrienkrieg? Also wenn Sie durch den Bundestag gehen und mit den Abgeordneten sprechen und Sie treffen 5, die Ihnen das erklären können, ah, dann haben Sie top, dann haben Sie einen Gewinner, kann ich nur sagen. Wenn das dort nicht verstanden wird, wieso dann woanders? Und jetzt kommt die AfD mit ihrem Angebot, nachdem die Leute verwirrt sind über alles, was geschieht, und sagt, raus,
Wir bauen eine Mauer um Deutschland um. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Was geht uns überhaupt Syrien an? Das ist eine reine Illusion, die sie dort verkaufen. Jedes Problem auf der Erde kommt entweder direkt oder indirekt zu uns. Und mit einer Pause verschafft man sich mit einer Mauer verschafft man sich maximal eine Pause, aber niemals eine Lösung, weil die Probleme davor sich ja anstauen. Außerdem komme ich aus Berlin und bin Mauer geschädigt. Ich will also keine neue Mauer um Deutschland herum. Das ist der völlig falsche Weg. Außerdem, ich muss das ganz klar sagen, wenn du eine Mauer baust, da gibt es 400 Leiterunternehmen, die installieren dich rund um die Mauer, geben dir eine Leiter, kletterst drüber, alles erledigt. Also musst du Soldaten hinstellen. Also musst du zwei Warnrufe machen und dann schießen. Wollen wir das wirklich? Soll das die Lösung für unser Land sein? Aber ich sage Ihnen, der AfD-Weg kann nur dorthin führen. Oder er wird nicht beschritten. Es gibt ein zweites, was die AfD stark macht. Das ist das Misstrauen gegenüber der etablierten Politik. Das hat übrigens auch zum Erfolg von Trump beigetragen, weil die Leute wollten Frau Clinton nicht wählen. Was übrigens von den Demokraten wieder dumm war, als sie ein bisschen geschummelt haben und den Soros nicht zugelassen hätten. Der wäre eine Alternative zu Trump gewesen, die Clinton nicht, aber ist ja auch egal. Den habe ich übrigens mal getroffen, der hat durchaus auch Humor, da war er noch nicht Senator, sondern Mitglied des Kongresses. Und da hat er zu mir gesagt, oh, jetzt sind wir ja schon zwei demokratische Sozialisten im Kongress. Habe ich gesagt, nee, ich bin ja hier nicht Mitglied. Nee, sagt er, aber im Gebäude. Ich meine, das fand ich ja schon ganz witzig. Aber abgesehen davon, warum ist die etablierte Politik nicht glaubwürdig? Warum sind die Leute alle so misstrauisch gegen sie? Das hat mehrere Gründe. Also zumindest zwei. Das erste ist die falsche Sprache. Sie sprechen in einer Sprache, die viele nicht verstehen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, es liegt schon lange zurück, da hieß der Bundeskanzler noch Schröder. Und da ging es um folgende Debatte, ich sage es einmal nicht übersetzt und dann übersetzt. Es ging um die Veräußerungserlässgewinnsteuer, die Kapitalgesellschaften in voller Höhe zu bezahlen hatten, Inhaberunternehmen nur zur Hälfte und das wurde geändert. Die Kapitalgesellschaften wurden befreit und die Inhaberunternehmen mussten das Doppelte bezahlen. Ja, wenn so gequatscht wird, ist man ja nach kurzem weg vom Fernsehen. Endlich war ich dran, also für mich endlich. Dann sagte ich, also nochmal ganz langsam, damit das einer wie ich auch versteht. Das ist wichtig. Ich darf nicht sagen, damit Sie es verstehen, dann beleidige ich Sie ja. Also nehme ich mich selbst. Das wirkt bescheiden, ist in Wirklichkeit natürlich die höchste Form der Arroganz, denn heimlich hoffe ich ja, dass Sie denken, er wird es schon verstanden haben. Aber trotzdem, mein erster Satz, also nochmal langsam, damit es einer wie ich auch versteht. Und dann sage ich, also bisher war es so, wenn die Deutsche Bank einen Kaufpreis bekam, Klammer auf, Kapitalgesellschaft, Klammer zu, musste sie eine Vollerssteuer bezahlen und wenn der Bäckermeister einen Kaufpreis bekam, Klammer auf, Inhaberunternehmen, Klammer zu, der musste eine halbe Steuer bezahlen. Und heute erleben wir eine sozial-ökologische Reform und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister das Doppelte bezahlen muss. Das ist eine Übersetzung, versteht jede und jeder. Und ich schwöre Ihnen, was danach passierte. Als meine Rede zu Ende war, rannten 20 SPD-Abgeordnete nach vorne zum damaligen Fraktionsvorsitzenden Struck und fragten, ob es stimmt, ob es das ist, was Sie in einer halben Stunde entscheiden. Jetzt sage ich zu Ihrer Verteidigung Folgendes. Bei Veräußerungserlösgewinnsteuer gehen natürlich auch deren Ohren zu. Aber Sie waren Mitglied einer Regierungsfraktion. Sie haben eine halbe Stunde später neues geltendes Recht beschlossen. Und wenn es meine Rede gegeben hätte, hätten Sie nicht mal gewusst, was Sie beschließen. Das ist doch indiskutabel. Das ist das eine, die falsche Sprache der etablierten Politik. Aber das zweite ist, dass Argumente nicht nach Prinzipien benutzt werden, sondern wie man sie braucht. Und das macht dich unglaubwürdig. Ich gebe Ihnen wieder ein Beispiel. Als der Krieg gegen Jugoslawien geführt wurde, ist mir erklärt worden, es kann ja sein, dass du recht hast, also Vier-Augen-Gespräch, sonst würden sie das ja nie sagen, dass du recht hast und das Ganze völkerrechtswidrig ist. Aber es ist notwendig, denn Serbien verletzt die Menschenrechte der Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner und es ist zu befürchten, dass sogar ein Völkermord beginnt. Das können wir einfach nicht zulassen, deshalb müssen wir einmarschieren. Ich sah das gänzlich anders, habe ich Ihnen auch gesagt, aber okay, es war ja Ihre Sicht. Wenn das deine Sicht ist,
kannst du nicht begründen, weshalb du heute Waffen an Saudi-Arabien verkaufst. Aus zwei Gründen nicht. Saudi-Arabien verletzt ja nicht nur die Menschenrechte der Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern Saudi-Arabien führt gegen den Iran einen Krieg, einen Stellvertreterkrieg um den Jemen. Und da machen sie Folgendes, da nutzen sie die deutschen Boote, riegeln ganze Gegenden ab und lassen weder Medikamente noch Lebensmittel durch. Das heißt, diese Bevölkerungsteile beginnen an Hunger und Krankheiten zu sterben. Wir liefern Waffen und verdienen daran, an Saudi-Arabien. Das heißt, wenn du einmal sagst, ein beginnender Völkermord ist so schlimm, dass ich einmarschieren muss, um ihn zu verhindern, und im anderen Falle sagst, der ist mir völlig wurscht, ich mache trotzdem mein Geschäft mit Waffen, bist du eben restlos unglaubwürdig. Und das ist das Schicksal der etablierten Politik. Und da die AfD von außen kommt, hat sie sozusagen noch nicht diesen Wert. Wir eigentlich auch nicht. Das Problem ist nur, dass wir schon so lange da sind, dass wir da einfach mit in einen Topf geworfen werden, was ungerecht ist. Außerdem waren wir natürlich früher die Protestpartei im Osten. Aber nun sind wir in der Regierung in Berlin, also Landesregierung, in der Regierung in Brandenburg, stellen den Ministerpräsidenten von Thüringen. Da kannst du ja lange sagen, du bist die Protestpartei, druckt dir bloß keiner mehr. Das heißt, wir müssen ein Stück neue Identität finden. Vor dieser Aufgabe stehen wir. Und dazu, finde ich, hat auch die Regierung hier einiges geleistet. Und ich möchte eben, dass das Zeichen kommt, dass der Druck von links, und das heißt dann eben auch der soziale Druck, der demokratische Druck und vieles andere zunimmt. Die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und später auch in Thüringen sind von gravierender Bedeutung für die Bundesrepublik. Und zwar, weil es nach Bremen die einzigen Wahlen sind. Bremen war ja schon für die anderen eine mittlere Katastrophe. Ich meine, das erste Mal sind die Linken in einer Landesregierung in einem alten Bundesland. Das war ja nun 90 wirklich kaum vorstellbar. Aber das haben wir geschafft. Das ist doch nicht nichts. Natürlich ist es das kleinste Bundesland. Und die Gleichstellung Ost-West ist sowieso erst hergestellt, wenn eine linke Ministerpräsidentin aus dem Osten in Bayern Chefin wird. Aber das dauert noch eine Weile. Das dauert noch eine Weile. Also mit anderen Worten, es ist eine schwierige Wahl in einer nicht einfachen Zeit. Ich habe über die Verunsicherung gesprochen. Wir haben auch noch eine technische Revolution, die Digitalisierung. Die ist mindestens so schwerwiegend wie die Erfindung der Dampfmaschine und die darauf beruhende industrielle Revolution im vergangenen Jahrhundert, weil es eine Umstellung ist. Viele fürchten die künstliche Intelligenz, weil die sich ja weiterentwickeln kann. Aber wir bleiben nötig, denn die künstliche Intelligenz kann drei Sachen nicht. Sie kann nicht fühlen, sie kann nicht führen und sie kann nicht fortpflanzen. Also ich merke, verstehen, sie kann nichts mit F, aber ich drücke mich anständig. Und das ist unsere Stärke, dafür braucht die uns. Und wir setzen sie in Gang oder nicht in Gang, etc. Trotzdem, alle fürchten, dass viele Arbeitsplätze wegfallen. Und ich sage immer, ach, wir Menschen sind erfinderisch. Sehen Sie, erst nach der Erfindung des Telefons hatten wir die Telefonseelsorge. Das heißt, du erfindest sowas, da sagst du, ach, jetzt haben wir das immer so gemacht, können wir doch auch so machen. Du erfindest immer auch zusätzliche Jobs. Da mache ich mir eigentlich wenig Sorge. Aber selbst wenn Arbeitsplätze wegfallen durch die Digitalisierung, wir dürfen uns niemals gegen moderne Technologien stellen. Das hat auch keinen Sinn. Maschinenstürmerei ist immer der falsche Weg. Dann müssen wir eben um eine Arbeitszeitverkürzung ringen. Von der Sklaverei bis heute hatten wir Jahrhundert für Jahrhundert eine Arbeitszeitverkürzung. Und wir müssen nur darum ringen, dass die Arbeit gerecht verteilt wird und die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich stattfindet, denn die Produktivität steigt ja auch. Und das muss genauso dann in die Waage geworfen werden. Trotzdem wird es eine Veränderung geben. Es gibt immer ein bisschen positive Seiten und negative Seiten. Also Sie wissen ja, meine Vorfahren, vor allem meine männlichen Vorfahren und ich, die hatten immer nur ein gesundheitliches Problem, so Krebs gab es da kaum, das war das Herz. Das liegt daran, dass wir so ein großes Herz haben und so intensiv leben und das kann natürlich so ein Herz auch überlasten. Mit anderen Worten, könnte man sich ja vorstellen, da gibt es wunderbare Sponsoren in meiner Wohnung, in meinem Büro, und mein Arzt kriegt immer Signale. Und wenn irgendwas ist, ruft er mich an und sagt, machen Sie das, machen Sie jenes. Und wäre doch fantastisch. Auf der anderen Seite, wenn all die Daten auch an meine Krankenversicherung gingen, wäre das wieder ein Problem. Mit anderen Worten, man muss sich immer überlegen, welche Vorteile bringt das,
Welche Gefahren sind damit verbunden? Wie muss ich die Vorteile sichern und die Gefahren minimieren oder ausschließen? Aber das Zweite ist, dass ich Ihnen sage, wir werden eine Umstellung erleben. Das hat mir meine Partei früher nicht geglaubt. Ich glaube, wir werden sie erleben. Die Lohnnebenkosten werden gestrichen werden. Also es ist ja heute so, jetzt wieder so, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Beiträge in die Arbeitslosenversicherung, in die Krankenversicherung und in die Rentenversicherung zahlen und die andere Hälfte der Beiträge zahlen die Unternehmen. Das wird nicht mehr gehen mit der Digitalisierung. Ich sage Ihnen auch warum. Da gibt es ein Unternehmen mit 100 Beschäftigten und ein anderes mit 1000 Beschäftigten und die haben die gleiche Wertschöpfung. Natürlich muss das eine 1000 Mal Lohn bezahlen, das andere nur 100 Mal. Aber wieso das eine 1000 Mal Lohnnebenkosten hat und das andere nur 100 Mal, das wird sich nicht halten. Wir werden die Lohnnebenkosten, glauben Sie es mir, streichen und dafür eine Wertschöpfungsabgabe einführen. Und das hat den Vorteil, dass wir es an der wirtschaftlichen Stärke des Unternehmens messen. Sinkt die Wertschöpfung, sinkt der Beitrag. Steigt die Wertschöpfung, steigt der Beitrag. Ganz egal, wie viel Beschäftigte hat. Denn die Lohnnebenkosten sind ja mit ein Grund, weshalb des Öfteren entlassen wird. Das ist dann kein Grund mehr, weil die Wertschöpfungsabgabe erstens gerechter ist zwischen den Unternehmen, zweitens flexibler ist und drittens bestrafst du die Bezahlung nicht so wie heute. Und da die Digitalisierung genau dazu beitragen wird, glaube ich, dass wir das erleben werden. Aber natürlich trägt die Digitalisierung auch dazu bei, dass die Globalisierung weltweit sich beschleunigt und vertieft. Machen wir uns doch nichts vor, ich komme gleich auf die Flüchtlinge und die AfD. Wir haben so gelebt, wie wir gelebt haben, weil wir, viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir in Europa leben. Während das heute anders ist. Und warum? Weil die Konzerne das Handy erfunden haben und das Internet. Das heißt, jede und jeder in Afrika weiß jetzt, wie sie oder er lebte in Europa oder in den USA oder sonst wo. Dadurch ist Folgendes passiert. Die soziale Frage war immer überwiegend eine nationale Frage. Plötzlich ist sie eine Menschheitsfrage geworden. Das ist das Neue. Und von der Linken erwarte ich, dass sie darauf eine Antwort sucht und findet. Und zwar ohne, dass es den Leuten hier schlechter geht, aber so, dass es den Leuten anderswo Schritt für Schritt besser geht. Es gibt 70 Millionen Flüchtlinge auf der Erde, über 70 Millionen inzwischen. Davon sind 3,5 Millionen in Europa. Wir tun so, als ob alle 70 Millionen bei uns wären. Das ist ein schwerer Irrtum. Die sind in afrikanischen Staaten, in lateinamerikanischen Staaten. 3,5 Millionen sind davon in Europa. Noch ein Beispiel. Im Libanon leben pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 164 Flüchtlinge. In Deutschland leben pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 12 Flüchtlinge. Und die AfD tut so, als ob es 900 wären. Es sind aber nur 12. Und da machen wir ein Gewese drum. Das halte ich überhaupt nicht aus. Das werden wir doch bei unserer Wertschöpfung noch verkraften. Und wir haben pro Einwohnerin und Einwohner das vierfache Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu Libanon. Aber natürlich muss die Integration ganz anders aussehen. Man kann die Leute nicht über ein Jahr in Hallen einsperren. Wenn du den Männern sagst, ihre Frauen kriegen sie nicht, werden die komisch. Ich kenne Männer. Das könnt ihr alles vergessen. Das ist der falsche Weg, kann ich nur sagen. Wir brauchen Integration. Und dazu gehört das Erlernen der deutschen Sprache. Dazu gehört die Ermittlung der Qualifikation und ein Angebot für weitere Qualifikation. Die Vermittlung logischerweise in Arbeitsstelle und das Recht aller Flüchtlinge, unsere Kultur zu erweitern. Aber sie haben nie das Recht, unsere Kultur einzuschränken. Das sage ich Ihnen auch. Da waren welche bei mir, die sagen, sie mögen Aktfotos. Ich habe gesagt, die müsst ihr nicht mögen, müsst ihr euch auch nicht ansehen. Aber ihr dürft nicht dagegen kämpfen. Sie sind Bestandteil unserer Kultur. Die deutschen Flüchtlinge zwischen 33 und 45 in China haben nie ein Wort gegen die Peking-Oper gesagt. Aber sie haben immer gesagt, hört euch doch mal eine Verdi-Oper an. Die klingt auch schön. Das heißt, dieser Versuch, die Kultur zu erweitern, ist völlig legitim. Dadurch werden wir vielfältiger, das Leben wird interessanter und so kann man das Ganze auch genießen, wenn man anders herangeht. Jetzt sage ich Ihnen noch, damit man klar ist, welche Wirtschaftsstruktur ich mir für den demokratischen Sozialismus vorstelle. Wir müssen es ja auch mal ehrlich sagen. Also dazu sage ich Ihnen Folgendes. Die großen Konzerne und großen Banken sind mir viel zu mächtig. Viel zu mächtig. Sie entscheiden, was die Politik macht und nicht die Politik entscheidet, was sie macht. Das geht aber nicht,
Denn Demokratie haben wir, wenn überhaupt, dann nur in der Politik, nicht in der Wirtschaft. Indirekt entscheiden Sie, die Kanzlerin Merkel zu wählen oder abzuwählen. Aber den Chef der deutschen Bank dürfen Sie niemals bestimmen. Deshalb geht das nicht, dass der mächtiger ist als die Bundeskanzlerin. So ist es aber heute. Und die wehren sich auch gar nicht dagegen. Das heißt also, ja wunderbar aus. Das ist aber falsch. Und deshalb sage ich, die großen Konzerne und Banken müssen entweder verkleinert werden oder in Gemeineigentum. Es gibt keinen anderen Weg. Auf der anderen Seite haben wir die öffentliche Daseinsvorsorge. Also Wasser, Energie, Bildung, Teile der Kunst und Kultur, Mobilität, Kommunikation, Gesundheit und nun inzwischen auch das Wohnen. Das Wohnen ist Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wenn der Oberbürgermeister von Potsdam seinen Bürgerinnen und Bürgern sagen muss, wenn ihr geräumt werdet aus Wohnungen, wenn eure Mieten unerträglich steigen, ich kann da nichts machen, dann beschädigt er die Demokratie. Wozu habe ich ihn denn gewählt, wenn er da nichts machen kann? Deshalb sage ich, die öffentliche Daseinsvorsorge muss entweder in öffentliches Eigentum oder, wenn sie privat oder Genossenschaft ist, muss es eine Zuständigkeit der Politik geben, Grenzen zu setzen. Zum Beispiel bei Mieten und bei anderen. Übrigens, die Volksinitiative in Berlin zur Vergesellschaftung von den beiden großen privaten Wohnungsgesellschaften gefällt mir schon deshalb. Ich glaube gar nicht, dass das durchkommt. Das ist aber eine andere Frage. Die kriegen Angst. Jetzt macht selbst die FDP wieder ihre Naturvorschläge, wie man die Mieten begrenzen kann. Das habe ich ja bis dahin für ausgeschlossen gehalten. Das heißt, Sie merken plötzlich, wenn man die Verfassung ernst nimmt in den Artikeln 14 und 15, dass man dann auch die Welt anders gestalten kann. So, jetzt kommt das ganze Gebiet zwischen den großen Konzernen und Banken und zwischen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und da sage ich Ihnen, ist privates oder genossenschaftliches Eigentum richtig. Das ist wiederum mein Schluss aus der DDR. Das alles staatlich zu machen, ist falsch. Da kann es auch Markt geben, mit Druck die Preise zu senken, die Qualität zu erhöhen, aber es muss andere Rahmengesetze geben, die die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Konsumentinnen und Konsumenten in viel höherem Maße sichern, als das gegenwärtig der Fall ist. Also, ich bin ja nun mal demokratischer Sozialist und muss Ihnen ja erklären, was mich am Kapitalismus stört. Aber zunächst gehört dazu, und das mache ich bei den Linken gerne, weil sie es nicht gerne hören, dass ich sage, was der Kapitalismus kann. Er kann drei Sachen. Er kann eine höchst effiziente Wirtschaft hervorbringen. Er kann eine Top-Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Schauen Sie sich die USA an, Nobelpreise etc. Er kann auch eine Top-Kunst und Kultur hervorbringen, die sich zwar kritisch mit ihm auseinandersetzt, aber er bringt sie ja hervor. Aber was kann er nicht? Er kann keinen Frieden sichern. Es geht immer wieder um den Zugang zu Ressourcen und an Kriegen wird viel zu viel verdient. Deshalb hören Sie nicht auf, sondern nehmen zu. Das muss überwunden werden. Das Zweite, was der Kapitalismus nicht kann, er kann keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Er tendiert immer dazu, den Reichtum in wenigen Händen zu konzentrieren und die Armut zu verbreiten. Das ist genau das, was wir nicht wollen und ablehnen. Damit es nicht zu billig wird, wir wollen nicht gleiches Einkommen für alle, das ist doch Quark. Natürlich wollen wir, dass man unterscheidet nach Qualifikation, nach Verantwortung, nach Fleiß, nach Können. Alles richtig, aber es ist doch völlig maßlos geworden. Auch der Chef der Deutschen Bank, der 14 Millionen im Jahr verdient, dessen Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich gehe mal davon aus, er schläft 8 Stunden, da muss er auch noch was essen. Ich hoffe, er duscht sich auch. Also wenn ich diese ganze Zeit absetze, bleibt eine Restzeit übrig zum Arbeiten. Und selbst wenn er fleißig ist, er kann nie so viel mehr tun wie der Bäckermeister, dass es einen millionenfachen Unterschied gibt. Das ist durch nichts gerechtfertigt. Die Angemessenheit muss wiederhergestellt werden. Aus guten Gründen sage ich mal besser zum Fußball nichts. Warum nicht? Ich sage ja aus guten Gründen, weil ich Mitglied des ersten FC Union bin. Ich bin noch nicht wahnsinnig. Außerdem ist das ja wenigstens nur vorübergehend. Fußballstab ist ja nur vorübergehend, aber so einen Chefposten kannst du ja Jahrzehnte haben. Ist noch ein gewaltiger Unterschied. Und trotzdem, auch da sieht man natürlich, wie die Dinge auseinandergehen.
Durch den Wegfall der Systemauseinandersetzung gibt es keinen sozialen Wettbewerb mehr. Sehen Sie, früher war es doch so, der Westen versuchte demokratischer und sozial gerechter zu sein als der Osten. Demokratischer zu sein hat er nach 48 Stunden gewonnen. Aber sozial gerechter, das war sehr viel schwieriger für ihn. Und der Druck ist weg. Die Gewerkschafter am Westen haben immer gesagt, die DDR war immer ihr dritter Tarifpartner. So, eine gewisse Drohkulisse. Das ist natürlich weg, es ist weltweit weg. Und das hat auch zu veränderten Strukturen geführt. Und deshalb müssen wir jetzt so entschieden für die soziale Frage kämpfen, eben auch bei der ökologischen Nachhaltigkeit. Es muss immer eine Partei geben, die sich wirklich ganz deutlich dieser sozialen Frage widmet. Und die SPD hat es aufgegeben, deshalb gibt es uns. Ich will Ihnen was sagen zur Verteilung in Deutschland, nur ein Beispiel. Die finanziell untere Hälfte unserer Bevölkerung hatte am Gesamtvermögen 1998 einen Anteil von 2,9%, 2013 einen Anteil von 1%. Sehen Sie, was mich stört, ist die Richtung. Wenn noch aus den 2,9% wenigstens 3,5% geworden wären. Nein, es wird 1% daraus. Das heißt, der Abstand nimmt permanent zu. Und das ist einfach unerträglich. Dieser Prozess muss endlich umgekehrt werden. Wenn es weiter darum geht, was Frau Merkel gesagt hat, dass die Demokratie marktkonform zugerichtet werden muss, dann wird sie zerstört. Die Demokratie kann nicht marktkonform zugerichtet werden. Wir müssen dagegen auftreten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns demokratische Sozialistinnen und Sozialisten nennen, was bedeutet, dass wir darum kämpfen. Also zur AfD nochmal. Ich habe ja gesagt, wir haben 12 Flüchtlinge pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Sie tut so, als ob wir 900 hätten. Das ist schon mal grob falsch. Sie appelliert an niedrige Instinkte. Sie will eine neue Mauer. Wir hatten aber 1989 den Mauerfall und wir wollen keine neue Mauer. Sie will nationalen Egoismus. Das ist das Gegenteil von Freiheit. Dazu musst du andere unterdrücken, um deinen eigenen Nationalismus aufrechterhalten zu können. Wir aber kämpfen für Freiheit für alle. Und das bedeutet immer, dass sie dort ihre Grenzen findet, wo die anderen schaden, aber nicht vorher. Wir sind für Meinungsfreiheit und nicht dafür, dass man Hass und Pöbel, Terror gegen Andersdenkende auf Straßen, das darf nicht die Zukunft Deutschlands werden. Und ich bitte Sie darum, auf den Ruf Brandenburgs, ich habe das heute auch in Sachsen gesagt, auf den Ruf Sachsen zu retten. Natürlich weiß ich, dass drei Viertel die AfD nicht wählen. Und das ist Brandenburg und das ist Sachsen, nicht die komischen über 20%, die es tun. Aber je weniger Stimmen die AfD bekommt, desto besser ist der Ruf von Brandenburg, desto besser ist der Ruf von Sachsen und selbstverständlich später auch von Thüringen. Deshalb kämpfe ich so dafür, dass sie nicht gewinnt, sondern wieder schrittweise abgebaut wird. Es wird höchste Zeit. Alles geht uns was an. Also, da gibt es die deutsche Frau, die heißt Rakete, die ist Kapitänin. Und die wird dann oder soll bestraft werden, weil sie Menschenleben gerettet hat. Auch im italienischen Strafgesetzbuch steht nicht drin, wer das Leben eines Menschen rettet, wird so und so bestraft. Wir müssen natürlich andere Wege gehen. Und ich finde, Lebensrettung gehört auch über Umwegen niemals bestraft, sondern anerkannt und gewürdigt. Dafür müssen wir sorgen in Europa. Wir müssen das Verhältnis zu Russland verändern. Es wird höchste Zeit. Natürlich sage ich Ihnen, kriege ich auch immer kritische Briefe, ich erkläre es Ihnen gleich, trotzdem sage ich, ja, die Vereinnahmung der Krim war völkerrechtswidrig. Und zwar warum? Nicht wegen der komischen Schenkung, die Khrushchev Anfang der 50er Jahre gemacht hat, die würde ich auch nicht anerkennen. Das Problem ist ein Vertrag von Budapest. Da hat sich die Ukraine verpflichtet, sämtliche Atomwaffen, die auf ihrem Territorium standen, an Russland zu übergeben. Und Russland hat in dem Vertrag unterzeichnet, dass sie deshalb die territoriale Integrität der Ukraine so anerkennen, wie sie zu diesem Zeitpunkt bestand. Und den Vertrag haben sie natürlich verletzt. Das habe ich Ihnen jetzt auch in Russland gesagt. Dann habe ich aber hinzugefügt, zwei Dinge. Erstens, sie waren nicht die Ersten. Die Ersten waren die NATO. Und zwar, als die NATO einmarschierte ins Kosovo, haben sie einen Vertrag mit Milosevic geschlossen, der noch der Präsident
von Serbien war, das heißt, sie nannten sich Föderative Republik Jugoslawien, ist ja auch egal. Und in dem Vertrag steht drin, dass er alle seine Truppen aus dem Kosovo abzieht, sie einmarschieren, aber das Kosovo Bestandteil dieser Republik bleibt. Das hat sie später nicht interessiert. Sie haben ohne Zustimmung des Zentralstaates einfach das Kosovo getrennt. Ich habe Ihnen damals gesagt, ihr schafft ein negatives völkerrechtliches Beispiel, wonach sich noch andere richten werden. Was glauben Sie mir, was mir die Katalanen sagen, weshalb sie von Spanien loswerden? Sie sagen Kosovo. Was glauben Sie, was mir die Kurden und Kurden im Nordirak gesagt haben, dass sie sich lostrennen wollen? Sie sagen Kosovo. Für alle ist das das Beispiel geworden. Und deshalb kann Russland auch sagen, Kosovo, ihr habt es gemacht, wir haben es auch gemacht. Aber sie hatten natürlich noch zwei andere Gründe. Erstens hatte die Ukraine die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Da hat George W. Bush ja gesagt. Deutschland und Frankreich haben gesagt, nein, jetzt nicht. Sie haben eben nicht gesagt, nie, sondern sie haben gesagt, nein, jetzt nicht. Und die Krimflotte Russlands war ja auf der Krim. Das heißt, wenn die Ukraine in die NATO gegangen wäre, hätte plötzlich die Krimflotte im NATO-Gebiet gestanden. Das wollte Putin natürlich nicht zulassen. Und das Zweite war, was man auch nicht vergessen darf, er war im Bundestag Gast. Nicht ich habe ihn eingeladen, ich hätte es doch gar nicht gekonnt, da hätte er ja nicht reden dürfen. Die Regierung hat ihn eingeladen und der Bundestagspräsident. Und da hat er gesprochen und da hat er Zusammenarbeit angeboten. In Sicherheitsfragen, in Wirtschaftsfragen, in allen Fragen. Es hat sie nicht interessiert, weil sie wie bei der Herstellung der deutschen Einheit nicht aufhören konnten zu siegen. Deshalb meinten sie, Mann, die Sowjetunion ist zerfallen, wir haben den Jelzin erlebt, der torkelt immer betrunken ins eine oder ins andere Flugzeug. Hat sie alles. Sie haben es nicht ernst genommen. Und sie hätten natürlich Putin und seine andere Herangehensweise ernst nehmen müssen. Und dann haben sie während der Olympischen Spiele in Sotschi alles festgemacht mit der Ukraine. Und daraufhin hat er so reagiert, wie er reagiert hat. Deshalb sage ich, obwohl ich weiß, dass es völkerrechtswidrig war, wie auch das Kosovo völkerrechtswidrig war, sage ich, ja, wir brauchen gute Beziehungen zu Russland. Der Weg der Sanktionen ist völlig falsch. Wir haben andere Interessen und eine andere Geschichte als die USA. Wir haben die Sowjetunion, wir natürlich nicht, aber Deutschland hat die Sowjetunion 1941 überfallen, nicht die Sowjetunion Deutschland. Und das hat Millionen Tote gegeben. Und Sicherheit und Frieden kriegst du in Europa niemals gegen, geschweige denn, also niemals ohne, geschweige denn gegen Russland. Und deshalb brauchen wir endlich andere Beziehungen. Man hätte die deutsche Einheit nutzen müssen, um aus Deutschland einen Vermittler zu machen, statt einen, der an Kriegen sich beteiligt. Das ärgert mich noch heute massiv. Deshalb sage ich noch was zur Einheit. Ich kann nicht sagen, es ist vorbei. Natürlich ist es vorbei. Es lässt sich auch nicht mehr reparieren. Aber es hat Folgen bis heute. Und zwar in Ost und West. Drei Fehler wurden gemacht. Das erste, man hätte sagen können, es kommt ein Stück Osteuropa und ein Stück Westeuropa zusammen bei der Einheit. Dann kriegen wir eine neue Rolle. Es geht nicht darum, in der NATO und einseitig zu sein, sondern es geht darum, zum Vermittler zu werden. Das wäre eine fast fantastische Position gewesen. Übrigens, Berlin hätte sich ökonomisch, hätten die sich so entwickeln können, wenn sie gesagt hätten, weltweit, wir sind die Einzigen, die 40 Jahre lang West- und Osteuropa waren. Wir haben Ingenieure, die sprechen Portugiesisch und andere, die sprechen Rumänisch. Hat sonst gar keiner. Kommt zu uns. Also, da hätten wir ein wichtiger Standort werden können. Wissen Sie, wer uns das geklaut hat? Wien. Die haben genau so agiert. Aber schön, das war der erste Fehler. Der zweite Fehler bestand darin, dass sie nicht bereit waren, an der Symbolik irgendetwas zu ändern. Weder bei der Bezeichnung des Landes, noch bei der Fahne, auch nicht bei der Hymne, auch nicht beim Emblem, auch nicht bei der Bezeichnung einer Bundesbehörde, gar nichts. Das heißt doch, du sagst einem Volk, das hinzukommt, dass es nicht wert ist, dass sich irgendwas ändert. Der nächste Fehler bestand darin, dass sie nicht aufhören konnten zu siegen. Aber wenn man so sieht, wie die Bundesrepublik über die DDR gesiegt hat, kann man doch sagen, schön, wenn ich Kanzler gewesen wäre, hätte ich gesagt, schaut euch alles an. Wenn die in 6 oder 10 Sachen besser sind als wir, übernehmen wir die eben einfach bei ganz Deutschland. Das haben sie nicht gesagt. Zum Beispiel waren wir schon viel weiter in der Gleichstellung der Frauen, noch lange nicht am Ziel, aber viel weiter in der Gleichstellung der Frauen als die Bundesrepublik. 90% der Frauen waren voll berufstätig. Das hatte natürlich Folgen für Kindertagesstättenplätze, für Nachmittagsbetreuung an Schulen, für Kinder, für Schulferienspiele, Kinderferienlager und vieles andere. Ist auch wurscht. Aber sie haben ja nur gesagt, weg damit. Das zweite ist die Berufsausbildung mit Abitur. Das war auch
eine geniale Erfindung. Das dritte waren die Polikliniken. Also ich könnte Ihnen mehrere solche Beispiele nennen. Was wäre so schlimm gewesen, zu sagen, das behalten wir und führen es schrittweise auch in den alten Bundesländern ein? Sehen Sie, wenn Sie diesen Weg gegangen wären, hätten wir ein höheres Selbstbewusstsein der Ostdeutschen. Weil die gesagt hätten, klar, wir hatten eine Diktatur, aber immerhin sechs Sachen sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Das ist ihnen nicht gegönnt worden. Und dieses mangelnde Selbstbewusstsein nutzt die AfD heute. Also bezahlen wir immer noch. Und das Zweite ist die Westdeutschen. Die hätten erlebt, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich in diesen sechs oder sieben Punkten ihre Lebensqualität erhöht hätte. Das hätte zur Folge gehabt, dass sie eine ganz andere Einstellung zur Einheit hätten. Heute sagen die sich, damals habe ich zwar ein Glas Sekt getrunken, aber der Osten kostet nur Geld, kommt keins raus, dann nörgeln sie und wählen komisch. So etwas ihre Einstellung. Man muss ja mal dagegen vorgehen, wenn ich dort bin. Aber es hängt damit zusammen, dass ihnen nicht gegönnt worden ist, eine Steigerung der Lebensqualität durch Dinge, die aus dem Osten übernommen worden sind. Und das ist schon verheerend. Natürlich haben wir, das müssen wir uns auch immer wieder sagen, natürlich haben wir durch die Einheit gewonnen. Wir haben mehr Freiheit, wir haben mehr Demokratie, wir haben ein ganz anderes Reiserecht, wir haben eine frei konvertierbare Währung. Ich kann nicht sagen, es war sehr schwer, mit Mark der DDR in Hongkong einzukaufen, deshalb sind wir auch nicht hingefahren. Aber vielleicht gab es noch andere Gründe. Also, mit anderen Worten, das weiß ich alles. Aber ich sage auch, natürlich hat man noch was verloren. Wir kannten kaum Kündigungen von Arbeitsrechtsverhältnissen. Wir kannten keine Mieterhöhungen. Wir kannten keine Steigerung von Lebensmittelpreisen. Natürlich waren manche Wohnungen im schlechten Zustand. Das weiß ich ja. Trotzdem sage ich, das kannten wir nicht. Man kannte auch nicht, also kaum Zwangsräumung aus Wohnungen oder Kündigungen des Mietvertrages. Das war alles eine Rarität. Aber das geht nicht zusammen. Das passt nicht zum Kapitalismus. Aber ich verstehe die Enttäuschung im Osten, die gerade bei Älteren diesbezüglich besteht, dass sie ja auch übertragen auf die nächste Generation. Trotzdem sage ich, wir müssen deshalb um solche Fragen immer wieder entschieden kämpfen, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass es anders geht. Und den Alten sage ich mal Folgendes, im Unterschied zu den Jungen und im Unterschied zu den Westdeutschen. Ihr müsst mal ein bisschen angeben. Wir sind die Einzigen, die zwei Systeme erlebt haben. Die anderen haben bloß eins erlebt. Wir sind viel reicher an Erfahrungen und Kenntnissen.